Lilibet Diana Mountbatten Windsor ist bereits 7 Wochen alt, aber die Website der königlichen Familie hat ihren Platz in der Thronfolge immer noch nicht anerkannt. Als zweites Kind von Prinz Harry, Sohn des Thronfolgers Prinz Charles, wurde Baby Lily auf Platz 8 der britischen Thronfolge geboren. Aber vorerst muss die offizielle Website ihren Namen der normalerweise aktuellen Seite noch hinzufügen. Aktuell zeigt der Abschnitt Nachfolge Prinz Andrew immer noch als 8. Thronfolger der britischen Monarchie. Allerdings wurde dieser auf den 9. Platz gedrängt, als Lilibet Diana am 4. Juni in Santa Barbara, Kalifornien geboren wurde. Obwohl seit der Geburt 7 Wochen vergangen sind, ist die in den USA geborene Tochter von Herzogin Meghan und Prinz Harry nirgendwo auf der Website zu finden. Das sorgt natürlich für Spekulationen und wilde Theorien um das Verhältnis zwischen Harry und dem Königshaus. Zu diesem Thema sagte ein Palastsprecher gegenüber Daily Mail nur, dass die Website in regelmäßigen Abständen aktualisiert werde. Doch Lilys Bruder Archie Harrison wurde laut der Zeitung nur 15 Tage nach seiner Geburt eingetragen, Prinz Williams Sohn Prinz Louis sogar nach nur 12 Tagen. Das Warten auf die Aktualisierung der Thronfolge dauert bei Lily also außergewöhnlich lange. Nun gibt es Spekulationen, dass die Verzögerung ein absichtlicher Schritt des Palastes inmitten des anhaltenden Wirbels um die Sussexes und Prinz Harrys jüngster Ankündigung neuer Memoiren sein könnte. Der Prinz kündigte sein Buch vergangene Woche an und wolle es nicht als »Der Prinz, als der ich geboren wurde«, sondern als der Mann, der ich heute bin, schreiben. Für Prinz Harry mittlerweile nach seiner eigenen Doku und dem Oprah-Interview der 3. Anlauf, Details über seine Zeit im Palast öffentlich zu machen. Eine andere Theorie besagt, dass das Nachfolge-Update erst dann erscheint, wenn Lilibet Diana offiziell getauft wurde. Viele Medien und Insider berichteten, dass es tatsächlich in Prinz Harrys Interesse liegen soll, seine Tochter in Großbritannien taufen zu lassen. Demnach würde die ganze Familie erstmals seit dem Umzug gemeinsam nach London reisen. Eine Bestätigung zu einer Taufe gab es bislang nicht. Auch dass ein Royal ein Anrecht auf die Thronfolge erst nach der Taufe hat, steht nirgendwo geschrieben. Die Homepage des Königshauses wird wohl mittlerweile von vielen Fans und Interessenten beobachtet. Wir sind gespannt, wann Lily offiziell als 8. Thronfolgerin des britischen Königshauses eingetragen wird.